einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Formel 1. Bei dieser Meisterschaft müssen die besten aufstrebenden Fahrer der Welt in identischen Autos gegeneinander antreten, um an ihren Fahrkünsten zu feilen und den Teams in der Formel 1 ihr Talent vorzuführen. Egal für welches Formel 2-Erlebnis du dich entscheidest, dein Abschneiden in der Meisterschaft wird wichtig sein. Wenn du am Ende weit oben in der Rangliste stehst, wirst du in der Formel 1 einen besseren Start haben und einfacher mit den Top-Teams des Sports verhandeln können. Was geht ab, liebe Leute von heute hier auf meinem Kanal mit euren lieben Killerbär wieder am Start mit Formel 1, aber diesmal mit Formel 2. Ja, ich habe mir gedacht, ich fahre mal von ganz hinten an und fange mal bei Formel 2 an. Ups, und ja, gucke, wie weit ich komme. Schwierigkeitsstufe habe ich auf 70 gestellt, erstmal, um zu gucken, dass ich auch ein bisschen spannend wird, ne? Ich will ja nicht hier wegbasen wie der Irre. Machen wir, Chef. So, und dann fahren wir unseren Qualifying. Mal gespannt, was ich so hinlege. Bereit. So. Fahren wir erstmal ganz gemütlich. Ja, ich habe jetzt auch mal diesmal, oder habt ihr jetzt beim anderen Livestream, glaube ich, also nicht Livestream, Video auch gesehen, dass ich einen Rückspiegel jetzt anhabe. Weil ich finde das interessanter, du kannst besser gucken dann. Machst du dann eigentlich die Fenster zu oder so. Weil manchmal siehst du links oder rechts nicht deinen Gegner. Ich weiß nicht warum. Wird der auch nicht angezeigt immer. So, ah, die Kurve habe ich nicht so gut genommen. Aber egal, könnt ihr ja vielleicht helfen, mal schauen. Da hat einer schon eine Zeit gesetzt, das war aber schnell. So. Ah, da hätte ich mehr in der Kurve gehen müssen. Oh, ich bin mal gespannt, welche Zeit wir hinlegen. Weil der Formel 2 Fahrzeug lässt sich ganz anders fahren wie die Formel 1 Fahrzeuge. Den kriegst du nicht so locker um die Kurve oder so. Der fühlt sich voll schwer an in der Kurve, habe ich das Gefühl manchmal. So, die Kurve nehme ich eigentlich mit dem Formel 2 Fahrzeug voll rum. Und mit der kann ich das nicht, weil sonst bricht er mir aus. Keine Ahnung warum. Oh. Egal. Ja, vielleicht hilft das ja. Vielleicht hilft das. Aber voll Gas. Alles geben. Der ist auf Mann. Schöne Sachen, 1,41. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht reicht die ja. Und dann haben wir es. Schafft erstmal. Da ja, müsste eigentlich geschafft sein. Zwei Sekunden schneller wie der komische Japaner da, meine ich. Ja, Mick Schumacher, mein Teamkollege, ist auf dem 9. bis jetzt. Sieht gut aus. Macht sich. In Formel 2. Aha. Oh, jetzt noch 6 Minuten und noch immer bin ich Erster. Ja, der Japaner ist auf dem 2. Dann haben wir den Engländer. Noch ein Engländer, oh, läuft. Und vorbei. Jetzt mal kriegen wir die schönen Pünktchen. Ich
Schöne Sache, schöne Während Sache. Wir uns nach diesem aufregenden Qualifying wieder etwas entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Graf, Matsushita und Jordan King. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt schauen wir gespannt auf das Rennen. Schalten Sie also auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ihr müsst nicht bis morgen warten. Wir fangen jetzt gleich an mit den Rennen. Deswegen. Ja, ihr habt es ja schon gehört. Ich auf den ersten. So, René Graf. Ich habe meinen anderen Namen genommen. Weil er kommt ja doof, wenn ich jetzt auch Killerbär nehme. Und ich bin mit Killerbär bei meinem Team. Kommt ja ein bisschen komisch rüber dann. Deswegen habe ich gelernt, nämlich René Graf. Ja. Macho so und so, wie er sich dann nennt. Macho Shida, denke ich mal, wird ausgesprochen. Und den zweiten, dann der King. Ja, richtiger geiler Name, King. Auf dem dritten Platz. Ja, Mick Schumacher auf dem elften Platz, ja. Er wird sich vielleicht noch machen. Mal schauen, was das Rennen so bietet. In Formel 2 wird er ganz anders so gesehen gefahren wie in Formel 1. Ja, aber mein Ziel ist es, in Formel 1 reinzukommen, und dann sind wir mal gespannt, wenn wir es echt geschafft haben, in Formel 2 hoch, so also jetzt von Formel 2 auf Formel 1 hochzuschießen. Bin ich eigentlich mal gespannt, welches Team wir aussuchen dürfen. Bin ich echt mal gespannt darauf, ne? Und wenn das Video gut ankommt, ja, warum nicht, dann bringe ich jeden Samstag abends Formel 2 raus. So, dann sehen wir uns im Rennen wieder, oder hören uns eher gesagt. Willkommen in Sakhir zum Rennen auf dem Bahrain International Circuit, wo sich das Feld langsam aber sicher füllt. Bahrain bietet ein außergewöhnliches 5,4 Kilometer langes Rennvergnügen mit vielen Gelegenheiten zum Überholen. Diese Strecke frisst bekanntlich viel Gummi, besonders auf den Hinterreifen. Mal sehen, welche Reifenstrategie die jungen Fahrer nutzen werden. Diese könnte letztlich sogar den Ausgang des Rennens bestimmen. Davide, du hast dreimal hier gewonnen, in einer Woche. Im Jahr 2012 war das. Wie schafft man es nur, dass die Reifen auf dieser Rennstrecke durchhalten? Diese Pirellis bauen so schnell ab. Um ehrlich zu sein, das Wichtigste im Rennen ist es, einen guten Start zu haben, um eine gute Ausgangsposition zu erreichen. Danach schont man die Reifen und holt nur am Ende alles raus. Aber leichter gesagt als getan. Gut, dann schauen wir uns die Startaufstellung an. Graf startet aus der Pole Position. Und daneben steht Nobuharu Matsushita. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. King, Island, Giuliano Alesi und Boccolacci, Giotto, Aitken, De Vries, Antoine Hubert, Schumacher, Correa, Tatiana Calderon und Mazepi, Zhou, Latifi, Bosho und Louis Deletraz, Raghunathan. Und Sergio Sette Camara vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das erste Rennen der Saison und du startest auf der Pole. Los, holen wir uns den Sieg. Ja, genau, dreh auf den Kakao. Okay, tanken kann ich nicht. Kann ich hier was ändern? Ja, das kann ich. Genau. So will ich fahren. Ich will das ausprobieren. Ja. Los geht's, liebe Leute. Ran an den Buletten. Schön. Ja.
Ah, ich muss gucken, dass keiner von denen mich einholt, ey. Ich werde ihnen zeigen, dass ich Formel 1 Fahrer bin. René Graf. Alles klar, soweit so gut. Der erste Formel 1 Fahrer von Formel 2 auf Formel 1. Hier auf meinem Kanal. Bis jetzt ziehe ich den voll weg. Upsala. Okay, sind weit hinter mir, das ist schön. Ach, schneid's runter. Hört man sehr, ja, sieht man gerne. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es auf 70% so leicht ist. Aber warten wir erstmal ab, rein fahre ich ja gerne. Wir wissen ja noch nicht, was die anderen Strecken bringen. Ne? Hier hole ich vielleicht jetzt auf die Kacke und die anderen Strecken verkacke ich. Deswegen warten wir erstmal ab. Ne? Und gleich beim. Es gibt dann noch ein Rennen. Das heißt jetzt das hier. Und direkt im Bahrain müssen die ja nochmal fahren. Das ist ja so gesehen das Samstagrennen. Und dann gibt es nochmal das Sonntagrennen. Und da weiß ich, da fahr ich nicht von vorne. Muss ich auch irgendwie vom 5. oder 6. starten, so ich weiß. Jetzt bin ich vollkommen zufrieden, wie es auch läuft. Den hinteren Feld wische ich da langsam. Safety Car gibt es hier leider nicht. Leider nicht. Kann man nicht aktivieren. Finde ich schade. Naja. Was wohl eine Geschichte. Wow, da ist der Werbekutsch. Habt ihr gesehen? Da habe ich mal zu früh Gas gegeben. Das ist typisch Formel 1, Formel 2 Fahrzeug. Aber Bahrain ist schon eine schöne Strecke, muss man echt sagen. Echt eine schöne Strecke. Oh, jetzt kommt die Kurve, schön. Die habe ich schnell genommen. Ich finde ich so geil. Puh. Puh. Jetzt. Und nochmal, komm. Na? Nur 6er Gang? Oh. Die Formel 2 Fahrzeuge nur 6 Gänge. Da. Puh. Puh.
Das hört sich an, ne? Geil. Hinten den Auspuff voll die Luft rausschießen, also puh, puh, wenn du schaltest. Oh, schön gefangen. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 5,9 Sekunden. Ah, ist ein großer Abstand, ich weiß. Da. Seht ihr auf meiner Landkarte links, habe ich ja diesmal größer gemacht, dass ihr mehr seht, wo die anderen so rumdümpeln. Zum Teamkollegen beträgt 14,9 Sekunden. Wir sehen uns gleich wieder, liebe Leute. So, liebe Leute, jetzt bin ich in der Box. Und dann geht's weiter. Die letzten Runden. So, jetzt kriegen wir Rotreifen auf. Soft. 6,1. Oh, das ist aber langer Boxenstopp. Aber macht ja nichts. Wir haben einen guten Vorsprung. Das auf 70%. Uha. Das war Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ich bin schon auf Rot. Kann nichts dagegen tun. Müsste eigentlich der Wagen selber unterschalten auf Mager. Ist aber blöd, dass man das nicht selber machen kann. Ich habe noch ein paar Runden vor mir, ja super. Müssten wir eigentlich schaffen, eigentlich. Ja, traurig, wenn mir der Sprit hergeht, ey. Du kannst dagegen nichts tun, ey. Das wäre heftig, liebe Leute. Auf Gelb. Gelb ist immer gut. Also jetzt unten der Tank wird gelb angezeigt. Wir darf nicht in den roten Bereich gehen. Der Abstand zum Meter beträgt 29,9 Sekunden. Ich habe noch 4 Runden. Yeah. Hinkommen.
Und ich weiß, Bahn ist jetzt ein bisschen langweilig für euch. Jetzt das erste Rennen, aber wartet ab gleich. Wenn das zweite Rennen kommt, nehmen wir rein. Dann kann es ein bisschen Action geben hier. Info, der Sprit wird knapp. Wahrscheinlich geht es um eine Runde oder so. Fahren wir lieber das Rennen zu Ende, als Rekorden nachzujagen. Wechsel auf Mischung 1 und geh in den Kurven früh vom Gas. Wechsel auf Mischung 1? Wie soll ich denn das machen? Der lässt mich ja nicht. Das ist schon fast Hetzplastei. Wenn du diese Sachen bekommst, wo dein Sprit geht leer. Lass uns nicht Rekorde hinterherfahren. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn ich so gut bin. Ich stelle ja schon die KI so schwer wie möglich, ey. Ja, klar, da verkeilt steigt. Ja, im Hintergrund habe ich noch einen Kollegen in der Party, der seine Stimme nicht geteilt hat. Aber ist ja nicht schlimm. Er meinte, stell doch auf 100% die KI. Dann verkeilt steigt, kann ich euch direkt sagen. Ja, verkeilt steigt. 70 ist schon eigentlich gut. Ich habe gedacht, mit 70 wird es schon über Kopf an Kopf rennen. Naja. Schauen wir mal, Bahrain ist ja eine Strecke, die eigentlich leicht zu fahren ist. Wo viel mit Gas, 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 Basen, Basen. Und nächste Strecke wird ja, wenn die hier vorbei ist in Bahrain, kommt ja Aserbaidschan, Baku. Und wenn ich da auch wieder wegbase wie ein Irrer, dann könnte man sich überlegen, vielleicht mal auf 75 zu stellen. Oder auf 80, mal schauen. Ganz leicht will ich es auch nicht schaffen bis Formel 1 hoch. Ja, Udo. Oh. Danke, Udo. Er hat gesagt, ich schaff das. Noch zwei Runden, dann habe ich es geschafft. Da haben wir das erste Rennen hier in F2 hinter uns. Und dann direkt danach kommt das zweite Rennen hier in Bahrain mit Formel 2. Wir fahren ja immer zwei, wie ich eben gesagt habe, samstags das erste Rennen und Sonntag das letzte Rennen. Das Schöne ist, das nächste Rennen, nichts Qualifying. Da bin ich mal dann gespannt, wo ich von welchem Platz ich starte. Ich glaube nicht, wenn ich jetzt Erster werde, dass ich vom Platz 1 starte. So leicht ist das nicht. Na, weiter zurück, Udo. Fünfter, Vierter so ungefähr. Würde ich starten, vermute ich mal. So, jetzt haben wir die letzte Runde vor uns. Ah, KI, die holt uns nicht mal ein, nee, nee. Das war's für die KI. King kann sich um seinen zweiten Platz freuen. Ich freue mich um meinen ersten. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 46,1 Sekunden. Oh, die Karre nicht mehr so. Thank you.
schon wieder, Solo. Der meinte, ich wäre der nächste Weltmeister. Das habe ich in Formel 1 noch nie geschafft. Vize-Weltmeister. Das habe ich jetzt erreicht beim letzten Karrierejahr. Ja, in unserem Online-Rennen. Claudio, bin ich Weltmeister. Ja, träumen kann ich gerne, aber ich glaube nicht dran. Wenn ich Dritter werde, dann habe ich schon ein großes Ziel wieder gesetzt. Darfst nicht vergessen, Udo, da fahren viele, viele von uns mit, die sehr, sehr gut sind. Wie Badass Pützi, wie Aya, alles klar, wie Dimitrix, Nami, dann haben wir den Kalle, dann haben wir den Lothar. Sind so viele dabei, die sehr gut fahren können einfach. Ja, und Goldfisch darf man ja nicht vergessen. Ja, das wär hochnäsig, das will ich aber nicht. Ich gebe mein Bestes am 1.8. in Australien und in Bahrain. Mein Ziel ist, in Australien Dritter zu werden und in Bahrain da mein Ziel, so zwischen Zweiter und Erster zu werden. Mal schauen, weil ich das umsetzen kann. Da habe ich schon viele Schritte geschafft. Ja. Genau. Yeah. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ich bin Erster. Genau, schütt mir die Pulle hinten rein. Hallo. Nicht jedes Rennen kann immer gut laufen. Bei mir auch nicht. Denkst du, nur weil ich jetzt in Bahrain hier auf die Kacke gehauen habe, denkst du, also bei Schaden hau ich da auch auf die Kacke? Glaube ich eher weniger. Gesagt. Yeah, Level 21 erreicht. Mal gucken. Ja, komm mal. Genau. Also David Vasecki, wen würdest du als Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für Jordan King. Das Team hat einen großartigen Job mit der Strategie geleistet und er war gut genug, um seine Chancen zu nutzen. Und so sieht es in der Teammeisterschaft aus. Prema hat die Führung in der Rangliste übernommen. Fürs Erste verabschiede ich mich von ihm, denn richtig los geht's erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja. Prema Racing macht es hier in Formel 2. René Graf und Mick Schumacher. Mick Schumacher wurde Achter. Das freut mich sehr, es gibt 4 Punkte. Oder ist der andere Kommentator da auf den Jordan King? Bei MP Motorsport. Ja, mehr meint er, wäre der Beste. Naja, soll er meinen. Ich muss sagen, ich habe das beste Rennen hier abgeliefert. Ich bin zufrieden. Wir gucken mal ganz kurz auf die komplette Liste. Hier sehen wir es ja. 31 Punkte habe ich jetzt schon. Jordan King nur 18. Ja, hol das mal ein, Junge. Und jetzt gleich geht es weiter. Hier im Bahrain. Da kriegst du auch noch mal Punkte, so ich weiß. Ja, krieg das mal hin. Und Prema Racing hat sich auf den ersten Platz erstmal hochgehauen. Und das sieht man gerne. Ja, das sieht man echt gerne. Warum nicht? So, dann sehen wir uns oder hören uns jetzt gleich im Rennen 2 hier im Bahrain. Deswegen nicht weggehen. Dranbleiben. Willkommen zurück beim letzten Event des Wochenendes, dem Sprintrennen. Hier wurde für die Startaufstellung die Rangfolge der besten 8 aus dem gestrigen Hauptrennen umgekehrt. Und in wenigen Minuten werden die Fahrer auf die erste Kurve zurasen. Wir warten auf den Start eines weiteren heiß ersehnten Formel 2 Rennens. Und ich erhalte erneut Verstärkung von Davide Valsecchi. Davide, kannst du als ehemaliger GP2-Champion uns einen Einblick geben, was in den Köpfen dieser jungen Fahrer unten auf dem Grid vor sich geht? Hallo Alex, freut mich hier zu sein. Das ist eine nervenaufreibende Phase, daran besteht kein Zweifel. Mentale Stärke ist unverzichtbar, um beim bevorstehenden Rennen ruhig und fokussiert zu bleiben. Die Formel 2 besticht durch einen harten Konkurrenzkampf und alle Fahrer wissen, dass sich hier niemand etwas schenken wird.
Die Nerven zu behalten, ist die halbe Miete. Aber daran muss man sich in dieser Umgebung erst gewöhnen. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. So, liebe Leute, jetzt sind wir beim letzten Rennen. Ja, da kann ich leider nichts ändern, ist ja klar. Geh mal direkt zum Start. Und wir starten auch direkt vom 8, Platz 8. Ey, ist das nice. Gucken, was wir rausholen können. Oh, ich muss abkürzen. Sonst wird's scheppern. Neben mir ist einer, sehe ich gerade. Ah, da. Ah, schön überholt. Das wurde nichts mit den Bäumen. Ja, hier zeige ich jetzt volle Länge, ne? Die 6 Runden. Oder 7, ja, gesagt. Das lohnt sich nicht zu schneiden hier. Aber da kommt es auch nicht vorbei, ey. Jetzt habe ich dich. Ja, komm, zieh an mir vorbei. Voll die Magenschmerzen. Auf einmal. Ja, fahr mir doch rein. Du bist doch ein Honk, Junge. Hast du dich schon weggedreht? Freut mich. Egal, schau mal. Die Runde kriege ich noch zu Ende. Oh, der King ist auf dem 5. Okay. Boah, Formel 1 Spiel erfahren und Magenschmerzen passen nicht zusammen. Schon mal ein bisschen was Plätze gut gemacht. Ja, jetzt will ich erstmal. Boah, Junge, Mann. Der hat mich weggeschossen. Gucken wir uns das an. Müsste ich auch mein Video gucken, schade. Ich mach keine Wiederholung, liebe Leute. Nee, das sehe ich nicht ein. Saison beenden. So. Das wäre unfair. Er hat mich weggeschossen, ich bin raus. So ist das. Tja. War das jetzt mein Fehler oder sein Fehler? Das ist jetzt die große Frage. Das würde ich mir ja gleich angucken nochmal.
frage mich wirklich, Davide Valsecchi, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich denke, das Rennen wurde durch das Reifenmanagement gewonnen. Es geht nicht nur darum, so schnell wie möglich zu fahren, sondern um Beständigkeit. Die Geschwindigkeit muss über die gesamte Renndistanz aufrechterhalten werden. Also ich bin so gut gefahren. Bei gleichzeitiger Rücksicht auf die Reifen waren der Grund für den heutigen Triumph. Es sieht aus, als würde jetzt die Siegerehrung beginnen, denn die Fahrer bewegen sich mit Schumacher auf Platz 1, ist das schön. Man kann es ihren Gesichtern ansehen, es ist heute ein weiterer fabelhafter Teamsieg für Prima. Prima bleibt auf Platz 1, yeah. Machen wir es doch noch ein bisschen spannend. Und Formel 2, ist auch mal schönes. Ich glaube, da gibt es auch nicht viele Rennen, da gibt es glaube ich nur 12 Rennen. Das war es dann schon hier im Formel 2 Land schon. Toll, hier sind meine Magenschmerzen weg. Warum jetzt? Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat von unserem Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Also, Davide Valsecchi, wer war für dich der Fahrer des Tages? Ich glaube, heute fällt meine Wahl auf Mick Schumacher. Er hat die Strategie perfekt ausgeführt und hielt das gesamte Rennen über ein enormes Tempo. Und weiter zu den anderen Teams. Prema hat die Führung in der Rangliste übernommen. Ich entscheide mich heute für jemand anderen als die Fans. Beide Fahrer waren wirklich brillant, aber ich finde, meine Wahl war ein kleines bisschen besser. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal bei einem weiteren spannenden Rennen dieser Formel 2 Saison dabei sind. Na, gucken wir mal, Mick Schumacher ist ja erster hier unten, dann haben wir hier Matsushita auf dem zweiten, Jordan King auf dem dritten. Oh, hier gibt es nur bis Platz 8 die Punkte. Ist auch was Interessantes, 9 und 10 kriegt gar nichts. Ging leer aus. Auch nicht schlecht. Ja, und ich wurde weggeschossen. So ist das in Formel 1. Guck ich mir jetzt mal kurz an, deswegen nicht weggehen, ich komme sofort wieder. So, liebe Leute, haben mir mein Video nochmal angeguckt. Nach meinen Bedürfnissen, ich habe überholt. Ich war vor seiner Schnauze, ja. Aber so weit vor, dass nichts rote Pfeile waren. Da hätte noch ein Fußgänger vorbeigehen können oder zwei. So in der Hinsicht die Breite. Erst um die Kurve rum, wo ich rumgefahren bin, ist er mir hinten in mein Hinterrad reingefahren, weil er auch auf seine Ideallinie pochen wollte und meinte nicht weiter rechts zu fahren. Wäre er weiter rechts gefahren, wäre nichts passiert. Naja, dadurch sehe ich mal, war es nicht mein Fehler, sondern sein Fehler. Wir gucken mal, Rennleitung. Was so sagt unsere schöne Rennleitung, gibt es hier auch. Totalschaden, ja toll, das weiß ich, Totalschaden. Ha, siehst du? Der Holländer war das. Kollision mit Graf verursacht. Warnung, der kriegt nur eine Verwarnung. Ja, Hauptsache ich bin raus und er kriegt nur eine Verwarnung. Läuft. Und er ist dafür 8. Platz. Hat sich noch ein Bündchen geholt. Ja, läuft. Naja, gucken wir mal in Gesamtwertung. Da bin ich, so gesehen, René Graf. Auf den ersten Platz mit 31 Punkten. Dahinter haben wir den Matsushita, 29 Punkte. Dann Jordan King mit 28 Punkten. Mick Schumacher auf dem 4. Platz mit 19 Punkten. Und so weiter und so weiter und so fort. Teamrangliste besteht. Prima Racing ist bis jetzt auf dem Platz 1 mit 50 Punkten. Dahinter haben wir Karolin mit 29 Punkten und Motorsport mit 28 Punkten. Da bin ich mal echt gespannt.
Die Saison hat jetzt erstmal begonnen hier in Bahrain und gucken, wie es weiterläuft. Leute, wenn ihr euch wundert, warum es kein Hauptmenü gibt, bei Formel 2 gibt es kein Hauptmenü. Du gehst direkt in Training rein, von Training direkt in Quali, von Quali direkt in Rennen und von nächsten Rennen in den nächsten Rennen rein. Und jetzt, wenn ich jetzt weitermache, geht es direkt nach Aserbaidschan, nach Baku, zum Trainingsrennen und dann und so weiter und so fort. Ne, da hier gibt es nichts, wo ich was verbessern kann an der Karre oder so. Das gibt es hier bei Formel 2 nicht. Erst, denke ich mal, erst bei Formel 1. Aber ist ja egal. Hauptsache, wir haben unser Spaß und ich habe meinen Spaß. Das zählt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal oder bis morgen. Ne, da kommt dann noch ein Teil, FIFA 20, Premier League, die Karriere. Seid dabei, würde ich mich freuen. Bis dann, euer Keller.